Herzlich willkommen zur Sportarena. Heute mit folgenden Gästen und folgenden Themen. Stabilitätssuche bei Türkgücü. Nach dem Viertelfinal aus im bayerischen Toto-Pokal konzentriert sich Türkgücü München voll auf die dritte Liga. Mittelfeldspieler Marco Kiel-Gomez ist zu Gast in der Sportarena. Vor dem Derby. In der Regionalliga Bayern treffen die Spielvereinigung Unterhaching und der TSV Buchbach aufeinander. Buchbachs sportlicher Leiter Anton Bobenstetter und Unterhachings Spielbetriebsleiter Philipp Muschiol sind im Studio. Alpinistin, Snowboarder und Filmemacher. Vor dem 20. Jubiläum der European Outdoor Film Tour sind Profibergsteigerin Caro Nord und Snowboarder Elias Elha zu Gast. Ruder-EM und Regatta-Zukunft. Die U19-Europameisterschaft könnte eines der letzten Großereignisse auf der Olympia-Regatta-Strecke in Oberschleißheim gewesen sein. Über die Junioren-Championships und die Aussichten für den Rudersport berichtet Oliver Betziche, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Regatta München e.V. Wir starten in diese Sendung mit Fußball und im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals hat es eine Überraschung gegeben, denn der TSV Albstadt hat Türkgücü München besiegt. Mit 3:1 gewannen die Albstädter und haben sich jetzt für das Halbfinale qualifiziert. Türkgücü München wiederum, die können sich jetzt voll auf die Liga konzentrieren. Und da ist im nächsten Spiel der SV Wien Wiesbaden zu Gast. Der angeblich so goldene Herbst hat für Türkgücü München auch unter Trainer Peter Hyballa noch nicht so richtig begonnen. Seit dem 20. September ist der 45-Jährige für die Profimannschaft zuständig. Türkgücü steht in der dritten Liga auf dem 11. Platz und somit im stabilen Mittelfeld. Der Rückstand auf einen möglichen Aufstiegsplatz beträgt 4 Punkte. Zum ersten Abstiegsplatz sind es allerdings auch nur 3 Zähler. Was fehlt, ist die Stabilität in den Ergebnissen. In den zurückliegenden 5 Wochen wechselten sich Siege und Niederlagen ständig ab. Und jetzt das Aus im bayerischen Toto-Pokal, das sicherlich ärgerlich ist. Dabei hätte Türkgücü gewarnt sein müssen. Denn der TSV Albstadt spielt eine gute Saison in der Regionalliga Bayern. Die Unterfranken sind Sechster nach bisher 7 Siegen, 5 Unentschieden und nur 4 Niederlagen. Und eine Klasse Unterschied kann in einem Pokalwettbewerb durch Leidenschaft, Kampfgeist und Teamwork ausgeglichen werden. Bei Türkgücü München kann sich Trainer Peter Hyballa mit seiner Mannschaft nun rein auf die Aufgaben in der dritten Liga konzentrieren. Das nächste Spiel tragen die Rot-Weißen gegen den 5., den SV Wien Wiesbaden aus. Und wenn es nach dem Gesetz der Serie geht, dann ist Türkgücü wieder mit einem Sieg dran. Und zu einem Erfolg soll nach Möglichkeit auch der Mittelfeldspieler Marco Kiel-Gomez verhelfen, der heute zu Gast ist in der Sportarena. Marco, servus. Servus, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich sag danke, dass du gekommen bist. Klar, nach einer Niederlage, da hat keiner groß Lust, sich hinzusetzen und drüber zu reden. Bevor wir aber auf dieses Toto-Pokalspiel kommen und die anstehenden Aufgaben, wie geht's dir? Du warst lange Zeit verletzt, hattest am Schienbein, Waden, Kopf einen Bruch. Ist alles wieder richtig ausgeheilt? Das Fibula-Köpfchen ist wieder verheilt. Ich bin auch jetzt schon länger wieder im Mannschaftstraining und im Spielbetrieb wieder drin. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf. Und du warst dabei bei diesem Spiel im Toto-Pokal? Und du hast dich auch richtig reingegangen, hast eine gelbe Karte bekommen. Aber es hat nicht gereicht gegen den TSV Albstadt. Was war los? Eine Mannschaft, die eine Liga unter euch eigentlich rangiert, trotzdem an diesem Tag euch irgendwie die Grenzen aufgezeigt hat. Ja, wir sind schlecht ins Spiel gekommen. Albstadt die erste Welle sehr gut gemacht, dann in Führung gegangen. Viel zu einfach. Wir kassieren im Moment viel zu einfach die Tore. Und die Durchschlagskraft fehlt uns im letzten Drittel und so entsteht leider so ein Resultat wie gegen Albstadt. Weil die Mannschaft immer noch nicht so richtig miteinander harmoniert oder hat es durch den Trainerwechsel, der jetzt erst vor einigen Wochen war, zu Peter Hyballa, hat es nochmal Veränderungen gegeben und ihr müsst jetzt wieder euch neu finden, während der Saison ein bisschen schwierig? Wie gesagt, es gab Veränderungen, aber das wäre jetzt eine faule Ausrede, das zu nennen. Wir haben unsere Leistung nicht gebracht gegen Albstadt und deshalb hat Albstadt leider auch verdient gewonnen. Wie ist es jetzt? Seit dem 20. September habt ihr den neuen Trainer. Ist jetzt viel anders? Geht es in kleinen Schritten? Was ist er für ein Typ? Er gilt ja von außen her gesehen immer als ein sehr, sehr dynamischer. Das ist definitiv so. Sehr viel Dynamik drin in den Trainings. Wir geben Vollgas, viel Intensität.
nicht nur in den Trainings, sondern das wollen wir dann auch in den Spielen sehen, was uns jetzt gegen Hauptstadt gar nicht gelungen ist. Und das Gute am Fußball ist, dass man am Sonntag wieder die Chance hat, gegen wie in Wiesbaden den Bock sozusagen umzustoßen und im Olympiastadion 3 Punkte mitzunehmen. Das ist dann wieder dritte Liga, das ist dann sozusagen der Bereich, wo ihr euch sowieso tummelt. Trotzdem eine verpasste Chance, denn über diesen Toto-Pokal hat man ja die Möglichkeit, sich auch gleich für den DFB-Pokal zu qualifizieren, was finanziell interessant ist. Sind es Dinge, die danach besprochen werden, in der Mannschaft, auch im Verein, dass allen klargemacht wird, da habt ihr jetzt wirklich was verschenkt? Absolut, absolut. Da haben wir wirklich was verschenkt, da haben wir was liegen lassen. Ja, war kein schöner Tag, auch ja. Die Woche wird natürlich das Spiel noch nachbearbeitet, beziehungsweise morgen. Und dann wird auch klipp und klar gesagt, was nicht funktioniert. Und so ein Auftreten wollen wir natürlich nicht mehr sehen. Du warst eben durch die Verletzung einige Zeit ja außer Gefecht gesetzt. Gezwungenermaßen das Spiel dann beobachten der anderen Kollegen mit Fiebern, mit Bangen oder mit Leiden, wenn es nicht so funktioniert hat. Im Augenblick seid ihr im Mittelfeldbereich. Da ist sicherlich keine Zufriedenheit da, denn ich glaube, die klaren Absichten waren, möglichst nah an die Aufstiegszone ranzukommen oder vielleicht wirklich ganz oben mit dabei zu sein. Das stimmt. Wir haben jetzt einige Punkte liegen lassen. Gegen Dortmund haben wir ein sehr gutes Heimspiel gemacht, auch 2-1 gewonnen. Und gegen Magdeburg, ähnlich wie gegen Hauptstadt, sehr billige Tore bekommen. Obwohl das Magdeburg natürlich auch sehr gut gemacht haben, muss man auch mal sagen. Und Magdeburg ist auch souveräner Tabellenführer, also ihr wart ja nicht sozusagen bei einer leichten Aufgabe. Da wollen wir noch hinkommen, wo Magdeburg im Moment steht. Aber jetzt heißt es zu punkten in der dritten Liga, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, das sind Nuancen, die auch Spiele entscheiden. Und deshalb sind wir sehr gut daran, fleißig Punkte zu sammeln. Ist es denn für dich auch eine Entwicklung, die du gerade durchmachst? Du kamst von Rot-Weiß Essen, warst dort Mannschaftskapitän, hast dich aber dann für den Schritt nach München entschieden. Wie wir vor der Sendung schon festgestellt haben, auch ein bisschen aus geografischen Gründen, weil du als Schweizer gesagt hast, okay, die Verbindung heim ist dann auch kürzer. Was war der sportliche Grund, wo du gesagt hast, das ist doch die Herausforderung, die will ich jetzt annehmen? Ganz klar, dritte Liga. Das Sportliche ist über allem gestanden. Ich habe viele Jahre Regionalliga gespielt, auch immer um die ersten Plätze oder sogar 3-mal Meister geworden und es trotzdem nicht geschafft. Ein bisschen zu meiner Geschichte. 3-mal Relegation zur dritten Liga hintereinander verloren. Dann mit Rot-Weiß Essen 90 Punkte geholt und nicht aufgestiegen, weil Dortmund 2,94 geholt hat. Da sieht man schon, da hatte ich sehr dran zu knappern. Und dann kam Türkgücü München, ein Drittligist, ein ambitionierter Drittligist. Und dann wollte ich einfach nur einen nächsten Schritt machen. Und die Phase des Einnehmens ist für dich abgeschlossen? Hier in München? Oder bist du noch so dabei, reinzufinden? Nein. Die ist schon lange abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Wichtig war mir natürlich, dass meine Familie sehr schnell Anschluss findet, dass meine Töchter sich schnell einleben, was auch nicht immer einfach ist bei so einem Umzug. Aber da bin ich sehr zufrieden und jetzt heißt es sportlich Gas zu geben. Jetzt kommt als nächstes, wir haben es schon gehört, WN Wiesbaden als nächster Gegner, die in der Tabelle weiter oben sind. Dann danach die Würzburger Kickers, die wieder weiter unten sind. Also das ist auch so ein Hin und Her. Die einen sind doch die etwas stärkeren in dieser dritten Liga und die anderen die vermeintlich leichteren. Ist es schwierig, sich dann Woche für Woche dann immer so ein bisschen neu zu fokussieren? Nee. Wie gesagt, dritte Liga ist verrückt, weil jeder kann jeden schlagen. Und das weiß man einfach mittlerweile. Alleine, wenn man sich die Tabelle anschaut, da sind ganz wenig Punkte zwischen Platz 2 bis 14 oder 15. Und deshalb das Einstellen, das ist gar kein Problem. Wir wissen, was wir an den Tag bringen müssen, um Spiele zu gewinnen. Nochmal zurück zum Trainer. Hat der, ich sag mal so, bis vielleicht zur Winterpause so Zwischenziel ausgegeben? Habt ihr selber euch in der Mannschaft gesagt, okay, wir müssen nach dem Start in die Saison, wo wir sehen, dass es vielleicht nicht ganz so geklappt hat, wie erhofft, wie erwartet, jetzt ein bisschen anders rangehen? Oder ist es Woche für Woche? Es heißt ja immer so von Spiel zu Spiel, was so nach Floskel klingt, aber was vielleicht eine gesunde Einstellung ist. Nee, wir haben uns natürlich vor der Saison auch Ziele gesetzt. Die behalten wir auch bei. Was genau die Ziele sind, der interne Kreis weiß das sowieso. Und was darüber hinausgeht, das bleibt auch intern.
Und wie gesagt, aber dieses Sprichwort von Spiel zu schauen ist ja tatsächlich so. Die Aufgaben werden nicht weniger. Am Sonntag spielen wir gegen ein starkes Wien Wiesbaden und da wollen wir natürlich vor allem zu Hause, wo wir sehr gut ausgesehen haben in den letzten Wochen, wollen wir da auch nochmal dreifach punkten. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Bleib verletzungsfrei und dann nach der Zeit, die du jetzt in München dich ohnehin schon eingewöhnt hast, dann gönne ich dir natürlich auch den sportlichen Erfolg. Danke, dass du heute gekommen bist. Dankeschön. Wir bleiben beim Thema Fußball und schauen in die Regionalliga Bayern. Dort wird nach 4,5 Wochen für die Spielvereinigung Unterhaching der Spielbetrieb wieder weitergehen, denn es gab aufgrund von Corona-Fällen dort Spielverschiebungen. Die Mannschaft musste aussetzen. Jetzt steht am Dienstagabend das Spiel an gegen den TSV Buchbach. Und die Buchbacher wiederum, die haben A in der Liga und auch schon im Bayerischen Toto-Pokal für Furore gesorgt und von sich reden gemacht. Über einen Monat ist es schon her, dass die Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga ein Spiel ausgetragen hat. Beim 5:4-Sieg über den TSV 1860 Rosenheim zeigten sich die Unterhachinger in Torlaune, ließen in der Abwehr aber auch viel zu. Dann folgte eine Zwangspause, Corona-bedingt, wie es so oft genannt wird. 3 Spiele wurden verschoben und müssen im ohnehin engen Terminplan nachgeholt werden. Die erste Begegnung nach der unfreiwilligen Saisonunterbrechung ist gegen den TSV Buchbach. Und die Buchbacher können so etwas wie ein Angstgegner sein. Der TSV Buchbach spielt ebenfalls in der Regionalliga Bayern und steht auf dem 5. Tabellenplatz. In der 2. Runde des Bayerischen Toto-Pokals warf Buchbach die Spielvereinigung Unterhaching mit einem 4:1-Sieg aus dem Wettbewerb. Im Viertelfinale musste sich Buchbach nur knapp dem TSV 1860 München mit 2:3 geschlagen geben. Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zu einem Neustart der Spielvereinigung Unterhaching gegen den TSV Buchbach, der im Spielrhythmus ist. Und da beide Mannschaften ja gerade das Abschlusstraining hinter sich bringen, haben wir heute mal die sportlichen Leiter zu uns eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Sendung von der Spielvereinigung Unterhaching den Spielbetriebsleiter Philipp Muschel. Servus. Servus, freut mich, dass ich hier sein darf. Und den sportlichen Leiter vom TSV Buchbach, Anton Bohmstetter. Servus. Servus, danke für die Einladung. Brodelt es denn in euch so ein bisschen? Weil ihr seid ja die Männer im Hintergrund. Und wenn jetzt so ein Spiel ansteht mit so einer, ich würde schon sagen, kleinen Brisanz, Lokalderby ist es ja so oder so. Ist es dann für euch packend oder ein Spiel wie jedes andere? Philipp, sag. Also wir freuen uns ja jetzt nach den 4 Wochen Pause, die wir hatten durch unsere Corona-Fälle, dass wir morgen wieder endlich um 3 Punkte kämpfen können in unserem Sportpark. Und vor allem, wenn es gegen Buchbach geht, freuen wir uns besonders, weil wir vor allem auch noch eine kleine Rechnung aufhaben vom Toto-Pokalspiel. Anton grinst, gell? Ja. Das war ein schönes Erlebnis für euch in Haching damals oder gegen Haching im Toto-Pokal. War ein schönes Erlebnis, weil die Siege haben sich jetzt inzwischen ja orientiert, wenn wir dann das Los mit 1860 gehabt haben. Darum war der Sieg gegen Haching im Nachhinein ja umso wichtiger. Aber morgen ist wieder ein Punktspiel, ist wieder eine andere Sache. Und der Haching ist für uns nach wie vor eine große Marke, weil das ist einfach erste Bundesliga gespielt haben über Jahre. Da, wo wir noch in den unteren Ligen gespielt haben, da hat Haching erste Liga gespielt. Und das ist für uns schon ganz was Besonderes, wenn wir im Unterhachinger Sportpark Punktspiele austragen. Lass uns noch kurz beim Toto-Pokal bleiben. Ihr hattet dann erst die Hachinger, dann das Spiel gegen den TSV 1860, also 2 Mannschaften aus dem Münchner Umland. Heimstetten habt ihr ja auf dem Weg dann auch noch mehr oder weniger aus dem Pokal gekegelt. Also ihr habt so den Ruf als Pokalschreck weg und es war eine knappe Sache am Freitag. Die 60er haben am Ende 3:2 gewonnen, aber sich weiter gezittert. Das war eine knappe Sache. Also unsere Jungs haben wirklich ganz toll gespielt. Unser junges Trainerteam hat die Jungs top eingestellt und die erste Halbzeit waren wir wirklich klar überlegen und die 60er haben große Probleme gehabt. Dann haben die Löwen gut umgestellt, ein Mölders gekommen und ich glaube, der Mölders hat fast die Wende gebracht. Vor allem von der Mentalität her, muss man sagen, ist der Mölders für die 60er schon ganz viel wert. Das ist der Thomas Müller. Was der Thomas Müller für Deutschland und für Bayern ist, glaube ich, ist der Mölders für 60, weil die hat die Jungs alle wachgerüttelt und das war unser großes Problem. Ja, Philipp, du sagst zwar, ihr habt noch was gut zu machen. Andererseits, wenn die sich so präsentieren wie am Freitag, dann wisst ihr, euch steht eine ganz schwere Aufgabe bevor. Wie viel Kontakt nimmst du vorher zur Mannschaft auf? Wie viel machst du zusammen mit dem Trainerteam, nicht nur für so ein Spiel, sondern generell vor einem Spieltag? Genau, also ich bin mit den Trainern und auch mit der Mannschaft eigentlich täglich in Kontakt. Verfolge auch die Trainingseinheiten,
auch gerne das Abschlusstraining, was ja heute leider nicht möglich ist, aber ich bin ja hier gerne im Studio. Sonst verfolge ich natürlich auch im Vorfeld nochmal die Kaderabsprechung, wer aufgestellt wird, bei wem es eher schwierig ausschaut. Aber wie gesagt, da sind wir eng im Kontakt. Was ist denn so die Aufgabe für einen Leiter Spielbetrieb? Das klingt so unglaublich nach Beamtendeutsch, aber da steckt ja viel dahinter, weil sonst die Mannschaft selber auflaufen kann ja erst, wenn du alle Sachen vorgefertigt hast. Genau, also es ist breit gestreut, mein Aufgabenfeld. Geht es hauptsächlich vor der Saison darum, die ganzen Transferabwicklungen zu machen, Vertragsgestaltung der Profiverträge, Vertragsgestaltung der Förderverträge auch in unserem NLZ. Dann bin ich der erste Ansprechpartner für den Bayerischen Fußballverband. Diesbezogen natürlich auch auf die Organisation unserer Heimspiele, Vorbereitung der Heimspiele, wie gesagt. Und dann auch mit den Spielerberatern, erste Anlaufstelle. Natürlich neben unserem Präsident Manni Schwabl und der sportlichen Führung. Beneidest du manchmal die Hachinger so um ihre Situation? Die können aus dem eigenen Nachwuchs gut schöpfen, also dort natürlich viel, viel Arbeit leisten. Die haben ein noch größeres Team, obwohl sie ja auch so gesehen einer der kleineren Vereine in dem Bereich sind. Aber das ist ein Profiverein und bei euch, ihr seid wirklich ein Amateurverein. Wir sind ein Amateurverein. In der Hinsicht kann man Unterhaching schon beneiden, weil Unterhaching ist einfach ein Verein, der wo einfach, sag jetzt, eher in die zweite Liga gehört, also in die dritte Liga, mit dem ganzen Background, was Unterhaching hat, vom Nachwuchsleistungszentrum. Halt, schmier nicht zu viel Honig ums Maul. Ja, aber also. Das ist schon Fakt, dass man das nicht von der Hand zu weisen. Ich habe da schon manche Interviews gelesen von Spielern von Unterhaching, die sagen, sie sind nach Unterhaching gekommen, sie haben ein Ambiente wie in der ersten und zweiten Liga. Also das ist schon ganz, ganz toll, was da in Unterhaching die Möglichkeiten da sind, von der Infrastruktur und von allem drum und dran. Das ist schon gut. Dann kommen wir mal zu deinem Aufgabenfeld bei Buchbach. Bist du, oft heißt es ja so ein bisschen abfällig, das Mädchen für alles? Mädchen für alles möchte ich jetzt nicht sagen. Wir haben schon viele freiwillige Helfer in Buchbach, die mithelfen. Also meine Aufgabe ist ja die Kaderzusammenstellung, die Kaderplanung zu machen, weil ich war ja 19 Saisonen Trainer, da habe ich das auch mitgemacht. Jetzt ist meine Aufgabe natürlich immer die richtigen, passenden Trainer nach Buchbach zu bringen. Das ist mir die letzten Jahre auch gelungen. Wir haben immer sehr, sehr gute Trainer gehabt, jetzt auch wieder ein junges, gutes Trainerteam. Und die junge Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, ja, macht jetzt riesig Spaß. Spielt eine super Saison. Ich hoffe, dass die jungen Leute das durchhalten. Also natürlich wissen wir auch, dass wir vielleicht Ende der Saison einige Mannschaften, die jetzt hinter uns sind, noch vor uns sein werden, wie Unterhaching, Illertissen, Albstadt und so weiter oder Aschaffenburg. Aber trotzdem, wir haben schon viele Punkte und sind sehr zufrieden. Also im Augenblick, einen Blick auf die Tabelle werfen, ist ja für euch sicherlich immer ein Moment des Lächelns. Als Fünfter mit 8 Siegen, 5 Unentschieden und nur 3 Niederlagen, da steht ihr doch ganz gut vor der Spielvereinigung Unterhaching. Du hast schon gerade gesagt, woran es liegt, so junge Mannschaft, aber haben sich gut gefunden. Was ist bei euch noch so der Punkt, wo du sagst, das ist noch nicht das, wo wir hinwollen? Weil klar, ihr seid als Absteiger aus der dritten Liga ein Kandidat gewesen, als Wiederaufsteiger natürlich gehandelt worden, aber es hat ja viel Veränderungen gegeben innerhalb der Mannschaft, wo du ja viel mitarbeiten musstest. Genau, also wir hatten im Sommer ja dann doch einen größeren Umbruch, viele Abgänge, viele Neuzugänge, haben das Team sehr verjüngt, haben viele Jungs aus unserem NLZ mit zu den Profis hochgezogen, hatten mit Sandro Wagner auch einen neuen Cheftrainer jetzt ab dem Sommer. Das Trainerteam hat sich nochmal leicht verändert. Und was man dazu auch sagen muss, wir haben neue Taktik, neues System, Spielsystem. Wir wussten, dass das Zeit braucht, dass wir uns da erstmal ein bisschen an die ganzen neuen Änderungen eingewöhnen müssen. Aber wie gesagt, wir vertrauen der Mannschaft, wir vertrauen dem Trainerteam. Und wir schauen jetzt, wir haben jetzt die englischen Wochen im Oktober, dass wir da einige Punkte sammeln können. Und wie gesagt, es sind noch viele Spiele zu spielen, aber wie gesagt, das ist von der Saison her, dass wir jetzt nach vorne blicken weiterhin. Okay, ihr habt ja 3 Nachholspiele durch diese Verschiebung, die ihr hattet. Rechnen wir die einfach mal als gewonnen schon mal drauf. Wären 9 Punkte, dann habt ihr auch 29 Punkte, also seid ihr gleich auf. Wenn es so einfach wäre, das wäre schön. Auf jeden Fall freuen sich wahrscheinlich alle morgen auf ein Spiel, sicherlich auf Augenhöhe. Danke, dass ihr da wart. Danke. Morgen dann vielen Dank. Beiden viel Glück im Spiel, beiden viel Glück für die weitere Saison. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Am Dienstag heißt es Premiere in München, denn dann wird die größte und renommierteste Outdoor-Film-Tour, die passenderweise auch gleich so heißt, nämlich European Outdoor-Film-Tour, zum 20. Mal ihr Programm vorstellen. 7 Filme gehören in diesem Jahr zu eben diesem Programm und darunter sind Streifen mit Alpinisten, mit Abenteuern bei Erdumrundungen, unter anderem mit einem, der im Amazonas sich rumgetrieben hat,
Wingsuit-Flieger, Felskletterer und Snowboarder. Das Gesicht der 20. European Outdoor Film Tour ist Caro Nord. Die Profibergsteigerin wurde in Darmstadt geboren und lebt in der Schweiz. Dort arbeitet die 30-Jährige auch als Bergführerin. Der Film I Am Nord ist ein Porträt der Bergsteigerin. Seit ihrer Jugend zieht es Caro Nord hinaus in die Gebirge dieser Welt. Schon mit 16 Jahren hat sie den 6.961 Meter hohen Aconcagua in Argentinien bestiegen. Verschiedene Expeditionen führten Caro nach Patagonien, Alaska, in den Iran und in den Himalaya. Es waren prägende Reisen für die Alpinistin. I Am Nord folgt Caro Nord in eisige Höhen, dort, wo sie sich wie zu Hause fühlt. Aus Oberstaufen im Allgäu zog es Elias Elhard zum Snowboarden in die unterschiedlichsten Regionen. Und der 33 Jahre alte Elias produziert schon lange eigene Filme über seinen Sport, aber auch über die Menschen oder Gegenden, in die er reist. Zusammen mit dem Drohnenpiloten Sebastian Schieren hat Elias Elhard den Film Playing Gravity aufgenommen und geschnitten. Er als Snowboard-Profi Elias Elhard und Sebastian Schieren als Drohnenflieger. Beide sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und sie zeigen, dass sie Meister der Lüfte sind. Der Snowboarder in großen Aerials und der Pilot mit seiner Kameradrohne finden in Playing Gravity einen Weg, die Schwerkraft scheinbar auszutricksen und ein akrobatisches Wettrennen den Berg hinabzuliefern. Und die beiden Extremsportler, so nenne ich sie jetzt einfach mal, sind heute zu Gast in der Sportarena, bevor sie morgen dann bei der Premiere ins große Rampenlicht treten. Ich sage herzlich willkommen, Caro Nord, herzlich willkommen. Danke. Und endlich mal wieder da, nach einer bisschen Abstandszeit, Elias Elhard. Schön, dass du den Weg gefunden hast, danke. Ja, schön hier zu sein. Wir fangen natürlich an, Ladies First, mit der Frau, die alle Plakate, alle Trailer, alle Teaser der European Outdoor Film Tour 2021 ziert. Caro, für dich ein besonderer Moment, dass du im Prinzip das Gesicht der Tour bist. Du heißt sie ja mal. Ja, sicherlich. Das ist schon speziell, sich überall zu sehen und so die Hauptperson von so einer großen Tour zu sein, die ja durch wirklich viele Länder in Europa tourt, viele Städte anfährt, was wirklich viele Leute auch sehen dann. Wie kam es denn, dass du da sozusagen das Gesicht der Tour wirst und dass dein Film dabei ist? Ich glaube, die Geschichte ist ein bisschen länger, weil ich habe früher selber auf der EOFT gearbeitet, so als Studentin. Und das heißt, die kennen mich alle. Also ich habe da wirklich Abbau gemacht, Aufbau, Karten verkauft und bin die ganze Tour gefahren. Und habe aber gleichzeitig schon im Alpinismus bergsteigerisch was gemacht. Und die Idee war dann immer da, aber sie würden eigentlich auch gerne über mich mal einen Film machen. Und irgendwann ist das dann wirklich Realität geworden. Hattest du damals schon so den Traum, eines Tages sind Filme von mir zu sehen und dann stehe ich auf der Bühne und gebe Interviews? Ja, das Lustige war ja, ich war oft schon in so einem Werbeclip auf der Leinwand zu sehen, so von Mammut oder so. Und ja, so insgeheim träumt man natürlich schon so, oh, das wäre cool, wenn ich mal auf dem Plakat bin. Aber ich habe das nur einer einzigen Freundin erzählt und sonst immer so gesagt, ja, mal schauen, aber es wäre cool. Und ja, jetzt ist es wirklich so geworden. Was ist das jetzt für ein Film? Ist das wirklich ein Porträt über dich als Frau in den Bergen, über eine Alpinistin? Ja, es porträtiert mich und die Aufnahmen, die wir gedreht haben, haben wir alle in der Schweiz gedreht. Natürlich auch so ein bisschen Corona-bedingt und außerdem wurden wir von My Switzerland unterstützt und das ist auch mein Hauptpunkt und es geht darum, sie folgen mir in meinen ganzen Disziplinen. Also das heißt, im Winter bin ich beim Skifahren unterwegs, beim Eisklettern, im Sommer bin ich beim Felsklettern unterwegs, beim Gleitschirmfliegen, beim Bergsteigen und manchmal mit Gästen oder manchmal mit Kletterpartnern und ja genau, das wird so ein bisschen gezeigt und ja, sie wollen auch so ein bisschen mein Inneres zeigen und was einen so beim Bergsteigen auch zerreißt zum Teil. Weil es ist nicht alles nur positiv. Was ist es denn, wenn es dich mal zerreißt? Ja, das, was wir machen, ist einfach ein Risikosport und wir gehen ein gewisses Risiko ein. Und ja, es gibt auch immer wieder Tote im Sport. Und es sind nicht immer alles nur einfache Momente. Musstest du selber auch schon Abschied nehmen von Leuten, die du durchs Klettern kennengelernt hast, die Partner von dir waren am Berg? Ja, ziemlich viele. Woran lag's? Ist das denn, dass die ein höheres Risiko gehen? Das ist auch natürlich Pech, denn die Natur kann auch sich selber entwickeln. Oft sind das Sachen, die passieren beim Bergsteigen, die mir genauso hätten passieren können. Also oft sind das wirklich ja, ein Fehltritt und dann bist du halt weg oder einfach Pech gehabt. Es bleibt
beim Bergsteigen, es bleibt ein gewisses Restrisiko. Und das können wir nicht eliminieren. Und wenn du halt Pech hast, passiert genau das Restrisiko. Aber du gehst weiter in die Berge. Was zieht dich an? Ja, das klingt für manche Leute vielleicht ganz komisch, dass wir das trotzdem weitermachen. Aber das gibt mir so viel Lebenskraft und das ist mein Lebensinhalt. Das ist wirklich meine Leidenschaft. Und wenn ich da in die Berge gehe, das macht mich einfach glücklich. Und das gibt mir zu viel, als dass ich es lassen könnte. Elias, ist das für dich eine ganz ähnliche Situation? Du bist früher Wettkämpfe gefahren als Snowboarder. Und irgendwann hast du das dann verändert, hast dann mehr Filmproduktionen gemacht, hast Expeditionen gemacht, auch Dokumentarfilme über Skigebiete, die ins Vergessenheit geraten sind. Aber dich hat es nie losgelassen, das Brett und der Schnee. Ja, das ist schon eine sehr große Liebe zu diesem Sport, zu diesem Bewegungserlebnis eigentlich. Und das werde ich auch sicherlich über eine Karriere hinaus beibehalten. Und da freue ich mich drauf, ja. Also das ist eigentlich auf eine Art entkoppelt von dem, dass ich das jetzt irgendwie zu einem Job habe machen können. Aber es ist mehr so die Freude an der Bewegung an sich, die mich dabei immer halten wird. Ja. Caro hat schon gesagt, sie war Corona-bedingt dann wirklich in der Schweizer Heimat unterwegs. Du hast dich zusammengetan mit einem Österreicher und ihr habt gesagt, komm, dann produzieren wir auch was. Und habt diese Drohnenaufnahmen gedreht, die so spektakulär sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie der das Ding steuert. Ich habe es einmal versucht, ich habe das Ding in die Wand geflogen und das war es dann auch. Gott sei Dank hat die Versicherung bezahlt. Wie viel habt ihr denn geprobt, geübt? Oder wart ihr einfach so gut aufeinander eingestimmt, dass ihr sagt, wir gehen ins Gelände, das läuft schon. Wir lassen es einfach mal so ein bisschen gehen. Also der Sebastian ist ja auch ein Wahl-Innsbrucker, so wie ich auch. Kommen beide aus Deutschland. Und ja, es war sehr, sehr spontan. Vielleicht das war so Corona-bedingt für uns. Ich hatte nicht wirklich so klare Pläne für die Saison, weil überhaupt gar nicht klar war, ob überhaupt die Skigebiete offen haben in Österreich. Und man hat gerade so über die nächsten Wochen planen können. Und dann ging es schon sehr früh los. Es war Ende Dezember, Anfang Januar und war auf einmal wahnsinnig viel Schnee in Osttirol. Und ich hatte mit dem Sebastian telefoniert, hat ihn gar nicht gekannt. Aber er wurde mir empfohlen und ich wollte es mal ausprobieren, eben so mit diesen ganz dynamischen Drohnenaufnahmen, FPV-Drohnen. Und da ist er ein super toller Pilot, also wirklich bekannt dafür und zu Recht sehr bekannt dafür, dass er so tolle Aufnahmen macht. Und er ist noch am gleichen Tag runtergekommen nach Osttirol und ist dann 4 Tage dort geblieben und wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und auf deine Frage, es hat viele Versuche gebraucht einfach und es hat Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen und zu überlegen, welche neuen Perspektiven wir finden. Aber hat er eine Drohne geschrottet oder du, so wie es mir mal passiert ist? Ja, sind alle möglichen Drohnen abgestürzt. Das war dann ein großer Teil ein großer Teil des Projekts war es, Drohnen zu suchen und also eben dann sich die Aufnahmen noch immer anzuschauen. Da war der Baum, da war das. Dann müsste sie dort abgestürzt sein. Wir haben alle gefunden, aber es war auf jeden Fall. Kommt das in dem Film auch vor? In dem Film nicht. Das ist nur so ein komprimierter kurzer Clip, ja. Ah, ich dachte, ihr habt das vielleicht so als Outtake so hinten rangehangen. Wenn du dann deinen Film siehst und bei der Tour sicherlich auf der Bühne bist und dann auch interviewst, ist es wahrscheinlich gewohnter als für Caro, so ein bisschen im Rampenlicht zu stehen, Produktionen zu präsentieren. Endet dann für dich eigentlich so ein Abschnitt und du greifst das nächste an? Ja, ich meine, so Filme, wenn sie dann veröffentlicht werden, also der wird dann ab Mitte Dezember auch online veröffentlicht, erstmal exklusiv für die European Outdoor Film Tour. Klar, das begleitet ihn dann trotzdem noch und das überlappt sich so dann zu dem Zeitpunkt, wo der online rauskommt, hat die neue Saison schon wieder begonnen und die Planung fürs nächste Jahr schon wieder begonnen. So überlappen sich verschiedene Projekte, genau. Hast du noch Lampenfieber? Vor einer Premiere? Ja, sicherlich ist das irgendwie aufregend, aber irgendwie hat man dann doch die Erfahrung gemacht, dass man sich so ein bisschen verlassen kann auf die Situation, auf den Moment, dass einem da nicht die Sprache komplett verschlägt. Dementsprechend geht es ganz gut. Ein Vorteil ist ja, du bist aus Bayern. Hast du da einen kleinen Heimvorteil vielleicht? Da sagst du, okay, das ist schon für mich so ein bisschen wie zu Hause zu sein eigentlich hier in München. Hier? Ja, es ist tatsächlich schön, dass es so nah ist. Ja, ich war gerade im Allgäu, wo ich herkomme, bei meiner Familie. So habe ich das verbunden, diese Reise hier. Erstmal bei Ihnen jetzt halt 2 Tage gewesen, jetzt in München, dann morgen wieder nach Innsbruck. Von daher fühlt sich das alles sehr vertraut an.
Viel Erfolg für morgen, dass die Filme gut ankommen und dass die Tour natürlich gut besucht wird und vor allem laufen kann. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Danke, dass du kommst. Du bist ja aus Spanien gestern erst zurück in die Schweiz, heute schon nach München, also auch eine ordentliche Reise hinter dir. Und morgen, ich komme zur Premiere und ich freue mich schon auf die Filme. Danke, sehr gut, cool. Was es auch gegeben hat, war die Junioren-Europameisterschaft im Rudern. Draußen auf der Regattastrecke in Oberschleißheim. Es könnte aber sein, dass das auf eine wirklich längere Zeit eine der letzten größeren Veranstaltungen war. Denn die Regattastrecke ist schon seit langem sanierungsbedürftig. Aber jetzt hat es nochmal gelangt und einige Erfolge konnten auch die deutschen Ruderer feiern. Grund zur Freude hatte der deutsche Juniorenachter. Im Finallauf der U19-Europameisterschaft auf der Regattaanlage in Oberschleißheim konnten sich die Ruderrecken die Bronzemedaille sichern. Hinter Rumänien und Russland kämpften sich die Deutschen in einem spannenden Schlusssprint noch von Rang 4 auf den dritten Platz vor. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall schon doll. Es war ein Ziel von uns, jetzt hier eine Medaille zu gewinnen und sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir das jetzt auch geschafft haben. Es war für uns alle ja eigentlich die erste internationale Regatta. Ich glaube, es war auch auf jeden Fall erstmal eine sehr schöne Erfahrung, wo wir alle viel lernen konnten. Die European Rowing Junior Championships sind mit 500 Athletinnen und Athleten die größte Regatta in diesem Jahr in Oberschleißheim. Eigentlich war die EM schon für Mai geplant, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Deutschland war mit allen 14 Bootsklassen mit relativ jungen Sportlerinnen und Sportlern an den Start gegangen. Sicherlich hätten wir uns auch vielleicht mehr erwartet oder auch mehr gehofft, aber wir sind hier mit der zweiten Reihe an den Start gegangen. Die erste Reihe war bei der Junioren-Weltmeisterschaft am Start, auch damit sehr, sehr guten Ergebnissen. Und für die zweite Reihe mit erstmalig dann auch international am Start, da können wir auch zufrieden sein. Eine Silbermedaille konnten sich auch Elena Karius und Franziska Fischer sichern. Nur an dem griechischen Duo war für die Zweierbesetzung kein Vorbeikommen. Die beiden Deutschen lieferten sich einen packenden Schlagabtausch mit der Türkei um den zweiten Platz, mit dem silbernen Ende für Karius und Fischer. Es ist sehr exciting, ist sehr, sehr aufregend, ja. Wir konnten allerdings die Gegner alle nicht so einschätzen. Wir kannten die Rumänen da, die schon bei der WM gestartet sind, aber die restlichen hatten international, so wie wir, auch noch keinen Auftritt. Und deswegen sind wir erstmal mit dem Ziel rangegangen, hier vorne mit dabei zu sein. Jetzt geht es für die Nachwuchsruderer erstmal in den Winterschlaf. Das nächste große Ereignis in Oberschleißheim sind dann die European Championships 2022. Ob es dann noch einmal internationale Spitzenregatten auf der Anlage geben wird, hängt davon ab, ob die Sanierung der in die Jahre gekommene Anlage endlich durchgeführt wird. Über die EM. Und über die Situation draußen an der Regattastrecke spreche ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden des Vereines Regatta München, Oliver Betziche. Servus. Servus, grüß dich. Stressige Tage liegen hinter dir. Heute war der Abbau und damit dann sozusagen das Beenden dieser gesamten Junioren-Europameisterschaft, die für euch nochmal ein Erfolg war? War auf jeden Fall ein Erfolg, war aber auch, wie du gesagt hast, stressig und anstrengend. Und wir freuen uns, dass wir das einfach gut hinter uns gebracht haben und alle Teilnehmer und Funktionäre zufrieden waren. Mit einem, wie es oft so heißt, weinenden Auge aber auch schon geguckt, weil ihr wisst, es wird nicht mehr allzu viele große Veranstaltungen geben können, wenn nicht endlich saniert wird, die Anlage. Nun ja, das ist richtig. Also wenn man die Veranstaltung macht, sieht man einerseits die Bemühungen, diese Veranstaltungen gut über die Bühne zu bringen. Andererseits sieht man natürlich, dass die Bühne auch bröckelt. Also wir haben die Tribüne vor uns, die nicht genutzt werden konnte. Die Zuschauer mussten vor der Tribüne stehen. Also es war sehr offensichtlich, dass wir Probleme haben, diese Anlage optimal zu nutzen. Von daher, ja, ein weinendes Auge war auf jeden Fall dabei. Ein Höhepunkt steht aber auf jeden Fall noch an. Im kommenden Jahr sind die European Championship in München und Rudern ist dann eine der Disziplinen, die dann hier ausgetragen wird. Das ist nochmal sicherlich so ein Punkt, wo ihr zeigen könnt, was diese Regattaanlage ja für Möglichkeiten bietet. Sind da nochmal Gespräche extra geplant mit Weltverband, mit der Stadt etc.? Für die Veranstaltung nächstes Jahr ist alles in trockenen Tüchern. Vielen Dank, mir fehlen die Worte. Sagen, ja. Kann man, da fehlt uns die Feuchtigkeit, das Wasser. Das ist alles eingetütet. Wir haben sowohl Rudern als auch Kanu-Rennsport voll im Programm. Das wird auch perfekt inszeniert werden. Wir
sind da ja anders aufgestellt. Da steht ja die Stadt hinter der Veranstaltung, die wird von Stadt, Land und Bund finanziert. Und das ist was ganz anderes, als ob ein ehrenamtlicher Verein wie Regatta München eine Junioren-Europameisterschaft ausrichtet oder auch einen Weltcup in 24 ausrichten möchte. Wir haben einfach nicht diese finanziellen Mittel. Aber der Weltcup 24 ist auf der Kippe. Der ist auf der Kippe. Wir müssen bis kurz vor Weihnachten dem Weltverband Bescheid geben, ob wir diesen Weltcup 24 ausrichten können. Aktuell ohne Feedback der Stadt, wie es in den nächsten 2 bis 3 Jahren aussieht. Und konkrete Zusicherungen können wir einfach die Verantwortung nicht übernehmen, so ein großes Paket zu schnüren und auch zu finanzieren, dass es 24 dann stattfinden kann. Geplant war ja eine Sanierung. Es war ein Budget von gut 61 Millionen Euro schon angesetzt. Richtig. Zeitraum von 2 bis 3 Jahren sollte dann schon gebaut, umgebaut, saniert, erneuert werden. Und dann seid ihr im Prinzip ja ganz hinten angestanden, als während der Corona-Pandemie es hieß, es müssen Mittel gestrichen werden. Habt ihr die Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten Monaten vielleicht doch nochmal aufgenommen werden kann und wenigstens ein Teil dieser Summe dann bereitgestellt werden kann für eben eine Sanierung, die ja fällig wäre? Es werden gewisse Maßnahmen vorgenommen. Die Anlage ist aber aufgrund dieses Stadtratsbeschlusses auf den Breitensport fokussiert. Also alle Maßnahmen werden hauptsächlich in Richtung Breitensport ausgerichtet sein. Von daher werden wir nicht unmittelbar von diesen Maßnahmen profitieren. Wir freuen uns natürlich, wenn die Umfahrungsstraße saniert wird, wenn bestimmte Toilettenanlagen saniert werden. Aber es bringt für den Wettkampf und für den Regattabetrieb bringt es uns keine Vorteile in dem direkten Sinne, dass wir später dadurch Kosten sparen würden. Und das ist für uns das Hauptaugenmerk. Wir brauchen eine Unterstützung und wir brauchen Zusagen, um auch für Veranstaltungen temporär die Sicherheit zu haben, das uns leisten zu können. Was heißt es jetzt für den Breitensport? Also gerudert werden wird weiterhin auf der Anlage. Richtig. Wettkämpfe bis zu welcher Größenordnung sind dann überhaupt noch möglich? Nun ja, man kann natürlich bayerische Meisterschaften ausrichten. Das ist sicherlich ein schönes Event. Aber für eine olympische Regattastrecke ist das für uns nicht der Anspruch. Wir haben uns immer um internationale Wettbewerbe bemüht. Die Juniorenregatta, die internationale, ist eine der größten weltweit. Die Euromasters, die wir immer im Breitensportbereich ausrichten, ist die größte Breitensportregatta, die es eben in Europa gibt. Ob wir die weiter ausrichten können, dazu brauchen wir einfach auch die Sicherheit, das zu machen. Wir sind alle ehrenamtlich tätig und investieren unsere Zeit da rein und brauchen einfach auch auf der anderen Seite die Sicherheit, dass diese ganze investierte Zeit nicht umsonst investiert wird. Würde das heißen, dass dann vielleicht auch noch die letzten Leistungssportler vielleicht abwandern in andere Gebiete? Ich glaube, Oliver Zeidler ist ja, um einen der bekanntesten zu nennen, einer der wenigen, der noch wirklich auf dieser Anlage trainiert, der Weltklasse-Niveau hat, Weltmeister geworden ist, Europameister, Weltcups gewonnen hat, Olympiateilnehmer war. Würde das heißen, also wir müssen uns davon auch verabschieden, dass überhaupt Athleten aus der Spitze dann auch dort trainieren? Wettkämpfe, wie gesagt, wird es dann ohnehin noch nur kleiner geben. Die Vereine vor Ort können weiterhin dort trainieren, das ist gar keine Frage. Und da hat die Stadt ja auch gesagt, sie wird sich auf den Breitensport ausrichten. Es gibt aber dort kein offizielles Leistungszentrum. Das ist wohl auch in dem Förderprogramm von Bund und Land dann nicht vorgesehen, so eine Strecke zu fördern. Das ist einfach schwierig, bei unseren Regularien das umzusetzen. Deswegen Training weiterhin ja, Wettkämpfe und Regatten in größerem Umfang, wie diese Junioren-EM, die wir jetzt hatten, nein, von uns aus. Wie wird es jetzt von eurer Seite aus weiter aber gehandhabt? Also ihr werdet ja nicht einfach sozusagen die Ruder ins Wasser werfen und sagen, okay, das war's dann. Wie tretet ihr jetzt nach wie vor mit der Stadt, vielleicht auch mit dem Freistaat in Kontakt, um zu gucken, was möglich ist? Primär muss der Freistaat oder der Bund über die Verbände, über den Bayerischen Ruderverband, über den Deutschen Ruderverband angesprochen werden. Das ist auch schon geschehen, aber noch nicht so weit, dass eben tatsächlich was passiert. Die Stadt haben wir angefragt und um Sicherheit gebeten. Seit Anfang des Jahres warten wir darauf eine Antwort. Jetzt geht das Jahr zu Ende. Wir müssen uns über den Weltcup 24 entscheiden und haben da leider noch keine Informationen. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns melden werden, Sportamt. Wäre eine Option. Oliver, dann heißt es noch ein bisschen Geduld haben und natürlich die Hoffnung, dass es dann bis zum Ende des Jahres den Kontakt gibt und hoffentlich dann auch eine Zusage, vielleicht auch erstmal von kleineren Mitteln, die euch helfen werden und mit der Aussicht, dass dann das Ganze gestaffelt in größerer Summe dann noch kommt. Es wäre wirklich schade, wenn diese Anlage so fast verschwindet vom Wettkampfkalender. Ich danke dir, dass du heute da warst, nach diesem stressigen Wochenende, nach dem stressigen Tag. Sehr gerne. Erhol dich.
Kriegen wir hin. Sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es am Wasser wieder größere Sachen gibt. Unbedingt. Vielen Dank. Danke auch. Ciao.